Take my hand. Go ahead. Play my game. Hallo Leute, hier ist der Under Cyril und ich habe heute einen Gast bei mir und zwar den GSSD. Servus. Hi. Hi, also ich habe mich sozusagen dich als Partner ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, nehme ich auch mal den PS3-Gamer mit rein, weil sind recht selten in Deutschland vertreten. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, wie kommst du so auf Modern Warfare? Ja, ich hatte schon Call of Duty 4 für die PS3 und ja, das Spiel hat mir schon sehr gefallen, daher bin ich natürlich auch auf den Nachfolger gestoßen. Okay. Was hat dir so besonders an dem Spiel gefallen, wo du gesagt hast, gut, das musst du jetzt unbedingt weiterführen dann? Also an Modern Warfare 1, ne? Ja. Ja, daran hat mir sehr gefallen an sich, die Waffen und das ganze Gameplay sehr schnell. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Daher wollte ich mir auch natürlich auch den Nachfolger holen. Okay. Und wie lange spielst du dann schon so ungefähr die beiden Spiele zusammen? Zusammen würde ich so sagen 2-3 Jahre. 2-3 Jahre, okay. Wie sind so deine Erfahrungen auf der PS3 zurzeit? Sind sehr viele neue Leute unterwegs? Wie würdest du es aktuell so ein bisschen beschreiben? Ja, also auf der PS3 würde ich sagen, es gibt ja schon einige Gameplayer jetzt, aber machen manche noch gar keine Commentaries oder posten ihre Gameplays einfach nur so. Ja. Und mit Commentaries ist das Ganze ja schon unterhaltsamer. Ja, also du würdest auch sagen, dass du dir so ein bisschen wünschst, dass ein paar mehr Leute auf jeden Fall das Ganze machen würden. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. So zur allgemeinen Sache, ich sehe jetzt hier zum Beispiel, du spielst mit der MP5 und mit den Rangers. Was gefällt dir so an der MP5 und an den Rangers? Hast du da irgendwie eine bestimmte Art, warum du es jetzt ausgewählt hast? Ja, ich habe jetzt beide Waffen ausgewählt, weil ich die eigentlich nicht recht häufig benutze. Also ich habe jetzt einfach mal so genommen, weil ich dachte, ich muss auch mal andere Waffen ausprobieren. Ja. Und ja, die MP5 ist halt auf die Distanz sehr schlecht, muss man wirklich sagen. Ja, klar, das kannst du voll vergessen. Ja. Ja, das klappt überhaupt nicht. Aber sonst in kleinen Häusern, wo auf einer Map jetzt wie bei Skid Row, wo sehr viele Winkel sind, klappt das eigentlich recht gut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und die Ranger ist einfach eine geile Waffe, oder? Wenn man so ein bisschen damit umgehen kann, die macht ja einen riesen Schaden, sag ich mal. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist gut. Und was hast du so als Lieblingswaffe in dem Spiel für dich so rausgefunden? Ja, als Lieblingswaffe würde ich sagen, auf jeden Fall die TAR-21. Ja. Ja, finde ich eigentlich am besten. Auch auf der Distanz ist ganz nice. Ja. So als Attachment drauf, hast du irgendein bestimmtes oder sagst du einfach, gut, Kimmel und Korn, das passt schon? Ja, ich mache meistens den Schalldämpfer drauf. Ist mir wichtig, nicht so erkannt zu werden auf der Map. Ja, ja. Das ist immer recht nützlich. Okay, cool. Und so als Lieblingsmap, hast du da auch irgendeine, wo du sagst, da spielst du eigentlich am liebsten? Ja, ich denke mal Skid Row und High Rise finde ich auch ganz schön. Ja, sind zwei schöne Maps, sind nicht zu groß, aber auch nicht zu klein und man hat gute Passagen auf jeden Fall drin. Und so als Lieblingsspielmodus, was würdest du sagen, ist so dein Modus, wo du sagst, da fühlst du dich einfach am wohlsten? Ja, ich spiele recht gerne Team Deathmatch und Sprengkommando und Herrscher finde ich auch ganz schön. Okay, ja. Cool. Und so vom Team Deathmatch an sich, wie würdest du dich als Spieler selbst so ein bisschen beschreiben? Bist du eher der defensive Spieler oder schon so volle Pulle Rambo-mäßig? Oder wie würdest du deine Spielart beschreiben? Also, wenn ich versuche, ein schönes Spiel zu machen, wo ich auch nicht so oft sterbe oder irgendwie sowas, versuche ich natürlich etwas defensiver zu spielen. Ja. Ja, das finde ich dann schon schön, ne? Okay, aber du hast auch manchmal so die Lust am Rambo sein, auf jeden Fall, packst dann die Rangers jetzt wie hier in dem Fall aus, rennst durch und machst dir alle platt sozusagen. Ja, ganz genau. Ja, super schön zum Abregen. Ja, also es sind ja auch ein paar coole Kills dabei, wie ich gesehen habe. Also du hast ja, ich weiß nicht, ob die Szene jetzt noch kommt, wo du so einen richtig schön, wo zwei hintereinander laufen, zack, mit einem Schuss. Das ist Wahnsinn, was die Ranger dann eigentlich so für eine, ich sag mal, Streuung hat auch. Das ist schon echt extrem. Ja, das ist wirklich schön. Ja. So zu deinen Klassen jetzt hier in-game, was hast du jetzt hier gewählt für dich? Ja, die MP5 mit Rangers, wie gesagt, und dann habe ich da, glaube ich, noch Feuerkraft Pro drinne, Ninja und Plünderer, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Aha. Ja, aber du würdest schon so sagen, das sind so deine Standardklassen, was du, oder Perks, sag ich mal, die du drin hast, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber es ist schon wichtig, seine Waffen auch auf die Klassen abzustimmen, weil man sieht ja auch immer wieder in der Killcam, wenn einen tötet, sag ich mal, was manche Leute für Fehlklassen, sag ich mal, zusammengestellt haben, ne?
Ja, das stimmt. Also manche machen da irgendwelche Kombinationen mit ihren Waffen, Perks, die irgendwie völlig komisch sind. Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, da auch eine gute Balance, sag ich mal, drin zu haben. So zu deinen Abschussserien, was sind so deine Lieblings- oder effektivsten Abschussserien, die du meistens benutzt? Ja, wenn ich versuche, viele Kills zu bekommen, nehme ich meistens den Harrier, den Pavlo und die AC-130 oder den Chopper Gunner. Kommt immer ganz drauf an. Und ja, wenn ich dann versuche, etwas Schnelles zu machen, so wie jetzt, mache ich meistens noch die Predator rein. Weil es ist immer ganz nützlich, noch schnell so einen 5er Killstreak zu machen. Das geht ja eigentlich Völlig recht. richtig, genau. Ja, super. Jetzt haben wir hier ein super Gameplay von dir gesehen mit 30 zu 4. Kannst du noch ein kurzes Schlusswort anbringen, wenn du Bock hast? Und das war's eigentlich von meiner Seite dann. Ja, ich danke dir, dass du mich darauf vorgestellt hast auf deinem Channel und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja vorbeischauen. Jo, super. Also bis dann, ne? Ciao. Ja, ciao.